Natürlich bin ich zu spät. Trotz allem würde ich meinen Coin dann auf Navi setzen, wenn ich müsste. Denn, wie gesagt, Virtus Pro Performance hat mir durch die Bank eigentlich nicht gefallen, was wir so die letzte Zeit gesehen haben. Müssen wir mal schauen, ob die Jungs hier heute besser ins Spiel finden. Das 2 ist sicherlich keine Map, die die beiden Teams jetzt wirklich ihre Lieblingsmap darstellt. Navi spielt das 2 schon ganz gerne. Von daher würde ich auch vielleicht von der Map vielleicht einen kleinen Vorteil sehen. Aber Bjarni kann gerade noch sofort picken. Der war alleine, hat jetzt noch ein bisschen Backup. Aber Edward, der kommt dann nicht mehr lebendig raus. Irgendwie doch. Schöne Support-Flash, die rettet ihm das Leben. Trotzdem verliert er hier seinen A-Spieler. Mal gucken, ob Edward sich revanchieren kann. Mit ein paar Dankeschön-Headshots. Das wäre was, aber trifft sie nicht so ganz. Ist auch nicht einfach, wenn der Gegner darüber läuft. Unten steht Seas. Der hat ein bisschen mehr Erfolg gehabt. Aber ein paar Schocken auch nicht so richtig fallen. Und der A-Spot, der ist in der Hand von Virtus Pro. Gibt's noch den Retake-Versuch. Aber so richtig große Chancen gibt es am Endeffekt nicht. Amy. Vielleicht kriegt ihr das mit, aber das sind 3 Leute. Flamey, scheiße, schneller Triple. Jetzt kann man das Ganze nochmal angehen. Diffuse-Kit ist nicht da, das heißt, es muss schnell gehen. Aber es könnte sein, dass irgendwo auf dem Spot 1 liegt. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Hoffentlich hat Navi besser aufgepasst. Schöner erster Frag von Snacks. Wird gepickt. Kein Diffuser. Wo ist er? Oh, ich hätte... Ah, das hätte er doch vielleicht sogar noch geschafft von der Zeit. Ich weiß es nicht. Es war relativ knapp. Die für 10 Sekunden wahrscheinlich nicht. Ja, und wo ist der Diffuser, ist die Frage. Irgendwo da hätte eins sein müssen. Das ist natürlich das Problem, wenn man dann in den Retake geht und unerwarteterweise den Diffuser nicht dabei hat. Ganz, ganz interessant, dass Flamey da auf dem Weg den noch nicht mitgenommen hat. Wie auch immer das passiert ist. Also gut, gehen wir in die zweite Runde. Übliche Force-Buy-Variante. Flamey kann natürlich dann ordentlich zuschlagen, dadurch, dass er hier die 3 Kills gemacht hat. 900 Dollar extra zur Verfügung und die hat er hier in eine UMP angelegt. Mit seiner Scout. Hat das siehst Vorarbeit beendet. Ja, Neo versucht sein Glück auch noch Richtung B. Jetzt geht es gleichzeitig mit raus. Müssen wir mal im Blick halten. Also die beiden B-Spieler werden jetzt gleich in die Zange genommen. Und die müssen sich für eine Seite entscheiden. Siehst geht in die Offensive. Was bleibt immer anders rübig und kriegt den Kill gegen Neo. Kann damit zumindest die Flanke aufmachen. Und es gibt nochmal eine AK im Angebot. Aber er ist nicht rechtzeitig dran. Jetzt. Und solange er die Cutters halten kann, ist alles möglich. Pascha sollte die Aufgabe haben, zu verhindern, dass noch jemand nachkommt. Aber Flamey trotzdem schnell auf Pascha, den nicht direkt getroffen. Und so ist der Retake hier ziemlich gut möglich. Es sei denn, Snacks mit seiner Scout wechselt sofort auf die AK. Und kümmert sich um Cutters auch noch. Jawohl, stark gemacht. Da hat der Pole seinen Jungs hier wirklich den Hintern gerettet. Absolut super. Das hätte gut in die Hose gehen können, die ganze Geschichte. Jetzt gehen wir in die Eco-Runde, die normale. Na, ja, Edward direkt down, schneller Push über lang. Und auch wenn Navi da 3 bis 4 Leute hat, sollte das nicht allzu viele Probleme geben. Hat wieder Munition verschossen. Also, und Smokes Guardian. Er kriegt deswegen nochmal einen Kill mehr, aber die Runde. Entscheiden würde damit nicht. Sollte ganz normal in einem 3-0 enden. Man hat auch 3 Spieler durchgebracht, kann also noch ein bisschen Geld zurücklegen. Gerade die letzte Runde war ja ordentlich teuer, deswegen ist es wichtig für die Polen, dass man hier so viel wie möglich Equipment durchbringt. Einfach um nicht dann direkt nach einer verlorenen da in die Eco zu müssen. Aber es sieht so aus, als ob Virtus Pro trotzdem einiges an Equipment auch nochmal nachkaufen musste. Die AWP war teuer. Ist kaum genug, um eine Waffenrunde zu finanzieren. Also zumindest dieses kleine Eco-Ziel hat Navi hier schon erreicht. Und Edward ist direkt offensiv Richtung Mitte unterwegs. Währenddessen sind die Polen über lang gepusht. Haben da relativ wenig Gegenwehr, bis gar keine Gegenwehr gefunden. Jawohl, Edward. Es ist so wichtig, dass Navi ihn früher ins Spiel bringt. Es ist für das Spiel von Navi entscheidend,
dass Edward auf der T-Seite nachher ordentlich mitspielt. Ja, und jetzt haben sie die komplette Aufstellung. Sie wissen, wo der Gegner ist. Sie haben alles unter Kontrolle. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Virtus Pro hier große Chancen hat, durchzukommen. Dafür ist einfach zu viel CT-Gegenwehr. So, da hat er ein bisschen wenig getroffen, aber Guardian ist zur Stelle. Zwei Frames hat er schon. Für den dritten reicht es nicht mehr ganz, aber der hat noch einen AP. Und wenn er jetzt nicht den absoluten Headshot setzt, dann sollte er für Edward leichte Beute sein. Aber noch ist es nicht entschieden. Er hat sofort das Position und Sex Headshottet ihn weg. Und damit ist Runde 4 auf das Counter von Virtus Pro. Das ist natürlich ein herber Schlag für die Jungs von Navi, denn das wird am Anfang hier gleich auf die Stimmung schlagen. Oh je. Tja, gegen 5 Mann. Gegen 5 Spieler, die den A-Spot schon unter Kontrolle hatten. Man hatte 3 Leute auf kurz, einer auf dem Spot und einer CD-Base, wenn ich das richtig gesehen habe. Und trotzdem hat man es nicht geschafft, den Go von Virtus Pro aufzuhalten. Das ist natürlich übel. Aber wir können schon mal festhalten, dass Edward die Kräfte hat. So, Neo hat hier den Offensiv-Push von Flamey abgefangen. Beziehungsweise seinen Kollegen. Flamey kommt da auch nicht mehr lebendig raus. Für Tess gibt es gar keinen wirklichen Grund, hier noch Richtung kurz zu gehen. Man könnte sich jetzt einfach sammeln und den Baseball angreifen. Virtus Pro hat aber nicht so viele Informationen, ob das vielleicht ein Stack war. Deswegen der Gedanke, man möchte noch ein bisschen mehr Infos haben. Ja, jetzt wird Tess einfach vorgeschickt. Und je nachdem, was er davor findet, Gegner ist gespottet, kann sich eigentlich zurückhalten. Und der Rest des Teams muss nur noch in Richtung B, aber man scheint ihn lieber angehen zu wollen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man sich mit Guardian anlegen sollte. Der hat über die lange Distanz mit der Diegel nicht unbedingt so einen Nachteil. Da kommt der Headshot, das ist nämlich Guardians große Stärke, Diegel spielen. Einer der größten und besten Diegel-Spieler, die wir so in der Szene haben. So, und damit 5 zu 0. Doppel-AWP bei Navi ist die Antwort. Bin gespannt. So langsam hat Virtus Pro eigentlich nicht gespielt. Also man sollte dann nicht so sehr auf dieses pick-orientierte Spiel antworten, was noch gar nicht wirklich stattgefunden hat. Aber der große Plan ist, Virtus Pro da direkt einen Riegel vorzuschieben, bevor die überhaupt anfangen damit. Stress Richtung Mitte. In der Hoffnung, dass man vielleicht eine Reaktion bekommt von Navi. Oder vielleicht auch die eine oder andere Granate noch rausziehen kann. Und wir sehen es schon. So langsam haben sie Richtung Kurz aufgestellt. Die weit verbleibenden Spieler mit dem Blick Richtung Lang. Also der Split wird höchstwahrscheinlich da nicht mehr aufzuhalten sein. Wenn die Bullen denn vorhaben, hier wirklich durchzuziehen. Erstmal Molotow ins Tor, um sicher zu gehen, dass da niemand ist. Also man möchte hier wirklich auf Nummer sicher gehen. Edward bleibt trotzdem auf sich stehen. Kann eigentlich nur eine Bedeutung haben. Dieser Molotow, das heißt, man ist in Unterzahl höchstwahrscheinlich. Verliert direkt auf Lang. Die Bombe kommt drüber, aber kurz. Hat sich entschieden, da doch nicht mehr nachzugehen. Wurde Spro hat den Spot schon mehr oder weniger eingenommen. Navi hat sich mehr auf Lang konzentriert. Das kostet sie hier die Kontrolle über den A-Spot. Aber gute Retake-Möglichkeiten sind nichtsdestotrotz da. Frage ist, wie möchte man es spielen? Und der gewagte Push von Snacks, der hat sich unter Umständen ausgezahlt. Aber Navi ist trotzdem in der Offensive. Denn Flamey ist zur Stelle. Und rum geht's Richtung Spot. Edward. Jawohl, der Schuss sitzt. Edward muss wirklich treffen und Neo hat nur noch ein paar AP. Aber er hat eine vernünftige Position, wo er seinen Kopf rausstreckt. Scheint Flamey aber nicht zu stören. Und er holt ihn sich. Das geht auch ohne Diffuse Kit problemlos durch. Und damit die erste Runde für Navi. Aber dadurch, dass Virtus Pro die letzte so gut durchgebracht hat, sollten sie hier kein Problem mit dem Nachkaufen haben. 6400, also AWP sogar, wenn man möchte, Doppel-AWP. Ich denke, eine AWP ist da mehr als genug. Ich glaube nicht, dass man eine zweite noch dazu braucht. Also, wir halten schon mal fest, auch wenn die Runde gerade nicht funktioniert hat, alles in allem ist der Goal bei kurz schon eine recht verlässliche Variante, auf den Spot zu kommen.
den Cut, das steht Zeus. Währenddessen soll es auch oben Katas offensiv gehen. Gibt noch einen zweiten Schuss und die Bumpgun, die nimmt er natürlich dann mit. Oh, Pasha, sofort geplatzt. Guardian holt sich Snacks um und das war eine schöne Offensivrunde von Navi. Genau das Richtige, um Virtus Pros Aufbau hier empfindlich zu stören. Denn ich denke, die Polen haben jetzt damit gerechnet, okay, was kann man machen, wie können wir darauf reagieren, haben sich nochmal kurz abgesprochen in der Zeit, die ihnen zur Verfügung stand. Und dann ist man höchstwahrscheinlich zu dem Entschluss gekommen, wieder Mitte-Kontrolle zu spielen und dann kurz zu gehen. Und da die Cutters offensiv auszuschließen. Absolut sauber. 5 zu 2. So, jetzt haben wir noch die Economy von Virtus Pro wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle. Die Polen werden es mal mit einem Forceball versuchen. Und wir sehen schon, da geht es Richtung Katas. Sie ist wieder AWP erfolgreich. Klar, Pasha hatte nur eine Aufgabe. Wo liegt er? Hatte nur eine Aufgabe. Sollte nur abdecken, ob jemand Katas unten reingeht. Damit die vier hier eben nicht überrascht werden. Und wenn er dabei drauf geht, so sei es, Flamey kann ordentlich reinspayen. Hat einiges an Damage gemacht. Auch die anderen beiden sind gut angeschossen. Und da gibt es nichts zu holen auf dem Baseboard. Das ist immer ein harter Gamble, den man da eingeht. Wenn jemand hinten auf dem Plateau steht und einfach reinsprayt, dann kann es passieren, dass er einem das ganze Team zerschießt, bevor man überhaupt aus dem Katas raus ist. Oder vielleicht kommt man auch ein bisschen weiter, je nachdem. So, jetzt gibt es den neuen, wieder mittellastigen, langsamen Aufbau. Und wieder ist Flamey hier aggressiv unterwegs. Hat ihn nicht ganz getroffen. Es ist nur eine Eco, also wäre es gut, es hier nicht zu übertreiben. Raus und schaut euch diesen Granatenhagel an. Da war absolut nichts schon. Man kam nicht über die Mitte. Sieht mit seiner Arbeit. Verschießt ein paar Mal und allzu oft kann er sich das nicht erlauben. Mit der Piste scheint es etwas besser zu laufen. Aber auch die Piste 50 ist irgendwann leer. Und jetzt einfach Dev bleiben und dann Mate machen lassen. So geht das Ganze aus. Ja, wie gesagt, der gute Mitte-Push. Der gute Mitte-Gegenpush oder die Gegenarbeit von Navi. Mit Molotow hinter die Smoke. Nate rein. Da war nichts zu machen, da hat keiner auch nur einen Gegner gesehen. Schnell Smoke Richtung Mitte. Vielleicht soll es nächstes Mal Attacke fahren, ich weiß es nicht. Nicht so, dass man da nicht rüberschauen kann, wie siehst du uns hier eindrucksvoll beweist. Kann aber nichtsdestotrotz zumindest ein bisschen Deckung geben, die Smoke. Spielt gerne. Weiß, wo das Pro auch, aber Pasha trifft ihn überhaupt nicht. Stand auch ein Ticken ungewöhnlich, aber vom Winkel her trotzdem hätte Pasha an all der Zeit ruhig was treffen können. Da kommt wieder der Offensiv-Push in den Katas und man merkt es einfach. Dieses offensive Spiel von Navi, dieses aggressive im Aufbau stören, das scheint Virtus Pro hier ganz gewaltig aus der Fassung zu bringen. Und das haben wir die letzten Matches von Navi auch das 2 immer wieder gesehen, dass sie auf der CT-Seite einfach ein viel aggressiveres Spiel hinlegen als früher. Und das scheint ihnen hier echt gut zu tun. Und gerade gegen Teams wie Virtus Pro, die sehr taktischen, langsamen Aufbau pflegen auf der T-Seite. Und vermutlich auch gegen sich selbst würde das extrem gut funktionieren. Also wieder sparsam unterwegs. Flamey hat 14-6. Snacks genauso. Und jetzt kann Guardian sich mal ein bisschen warm schießen. Tontarm schießen. Zweiten hat er gesetzt, aber da kommt sofort Headshot und Hit hinterher. Da kann Guardian absolut die Tür. Kein Problem. Edward klickt. Jawohl.
Und Edward ist on point. Was sagt man dazu? Edward und Flamey sind dabei. Und das ist ein gutes Omen für diesen, weiteren Spielverlauf. Nicht nur für diese, sondern auch für die nächste Runde. Gerade auf Cobble. Gerade dort spielt Edward eine große Rolle. Denn mit Edward steht und fällt oftmals der B-Spot. Und auf der T-Seite Edward und Flamey, die beiden treibenden Kräfte, was den Angriff angeht. Das werden wir hier wahrscheinlich dann auch sehen. Flamey ist jemand, der mit seiner AK einen riesen Unterschied machen kann. Und wenn die beiden funktionieren, dann funktioniert Navi meistens. So, wieder Edward offensiv. Ich glaube, die Flash, die interessiert ihn aber nicht so. Er ist schon durch. Die beiden hinten versuchen abzulenken. Und Bialy ist absolut nicht darauf vorbereitet. Und es ist fast schon 30, wie sehr sie angreift auf Snacks mit dem AWP Double Kill. Bisschen unglücklich gelaufen. Kleines bisschen Pech für die Jungs von Navi. Taktisch war das eigentlich besser. Und Gali hat natürlich dann das Recht, sich auch anzulegen. Die zweite AWP von Seast. Da hat er die Bombe unten gekillt. Jetzt müssen sie da nochmal extra Zeit aufwenden, um an die Bombe ranzukommen. Dies muss sich mehr oder weniger für eine Seite entscheiden. Er weiß nicht ganz, wo der Gegner hingeht, aber er hat schon den richtigen Riecher. Pascha muss fallen und zwar sofort. Jawohl, jetzt weiß die Bombe natürlich rechtzeitig, dass er rübergehen kann. Und ich denke, auch Siehst wird das durchaus wissen. Aber der wird gar nicht viel tun können. Tess geht Richtung Kurz und die beiden treffen aufeinander. Das könnte schief gehen und da kommt der Doppel-Edger von Siehst reingeflogen. Dieser schöne Double-Click. Und Siehst macht die Runde dicht, rettet auch hier sein Team. Vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit fürs Next vorhin. Aber das war ganz klar. Besser gespielt, offensiv schön gespielt. Unglücklich Frags kassiert. Oh, sie ist schneller als Pascha. Ist schneller als Pascha, holt sich den Entry. Ja, unglücklich Frags kassiert und dann noch rausgespielt. Also das wieder offensiv auf lang. Ein paar Mal hat man das schon mit Molotovs versucht auszuschließen. Ich denke, das könnte auch jetzt wieder funktionieren. Bialy hat doch einen zur Verfügung. Und wenn man den im richtigen Moment um die Ecke feuert, dann kann man Edward da definitiv picken. Aber mit dem Headshot geht es natürlich auch. Edward verschießt. Und auf so kurze Distanz hat man nur 2-3 Schuss. Nicht mehr und nicht weniger. Also weniger manchmal schon, aber meistens nicht mehr. So, Tess ist auch schon gespottet worden und der hat die beiden hier in einem ungünstigen Moment erwischt, aber Zeus kriegt ihn trotzdem down. Und jetzt wissen sie natürlich nicht, wie viel da vielleicht noch über kurz nachkommt, deswegen wollte man die Position eigentlich aufgeben. Aber ich glaube, mit dem Call hier von Guardian sollte man anfangen können, bis da 2 bis 3 Leute unterwegs sind. Was siehst du, seine Pizza 50. Er haut sogar noch einen und Neo geht in die Offensive, 1 gegen 1. Zeus hat ihn nicht rechtzeitig hochhüpfen hören. Und schönes, schnelles Triple von Neo, der rettet auch das wieder. Also Junge, was siehst du hier mit seiner PZ 50 heute drückt? Pistol Aiming absolut drauf. Also sind auch viel dann die Einzelleistungen der Spieler, die hier dann den Unterschied machen. Schon zweite Runde. Die würde Spro überhaupt nur dadurch holt. Und siehst in der Mitte mit seiner AWP macht dann eine richtig gute Figur. Muss man ganz klar sagen. Jetzt spielt er auch hier wieder diesen Offensiv-Push. Momentan ist Snacks halt wirklich vorsichtig. Der rechnet noch sehr lange damit, dass Edward da vielleicht noch nachkommt. Er hat außerdem die Aufgabe, lang noch zu überprüfen. Und jetzt kommt die Flash Richtung Mitte. Die reicht aber nicht, um Seas zu irritieren. Da muss er noch eine zweite nachwerfen. Ja, und dieser ist gut. Dieser ist gut. Der kommt er nicht lebendig raus. Pascha fängt ihn ab. Also so langsam hat man sich darauf eingestellt. Die fliegende Waffe könnte ein Hinweis sein. Ich glaube, Snacks hat mitbekommen, was da gerade passiert ist. Da wird die AWP gefickt sein. Und Pascha hat ihn trotzdem getroffen. Oben über die Sonne. Jetzt verliert er sein Duell gegen Zeus. Der hat die zweite AWP gepickt, wie gesagt. Aber höchstwahrscheinlich wird es darauf ankommen, ob er dort hier den A-Spot verteidigen kann. Beziehungsweise ob er wenigstens 2 Frags holt. Er braucht 2, um das ein bisschen auszugleichen. Hört sie vernünftig laufen. Ist aber nicht rechtzeitig aufgestanden.
Keine Ahnung, ob ihn seine Ohren da ein bisschen verlassen haben. Und damit ist der A-Spot weg. Und da gibt es auch keine gute Möglichkeit, hier noch zu retaken. Deswegen würde ich vermuten, dass die beiden AWPs hier versuchen zu saven. Mal schauen, ob ihnen das gelingt. Also, diese Offensiv-Pushes, die haben Virtus Pro auf jeden Fall dazu gebracht, extra safe alles abzusichern, die Mitte oben abzudecken. Wir sehen, wie vorsichtig er da war. Und dann hat man doppelt und dreifach Richtung Mitte geflasht. Ja, das sieht gut aus, dass sie ihre Waffen durchkriegen. Runde läuft jetzt ab. Jawohl. Also 7-7 Ausgleich. Und Navi hatten wir jetzt genug Geld, um nachzukaufen. Also sollte das kein Problem darstellen. Alles Equipment ist da. Ich weiß nicht, was mit dieser kurzen Pause war, kann ich euch nicht genau sagen. Irgendwas hat sie dort. Ja, aus der Bahn gewartet, keine Ahnung. Auf irgendwas musste gewartet werden. Und nicht mehr Infos als ihr. So, jetzt gibt's den schnellen Langpush. Und der schnelle Langpush, der sieht recht vielversprechend aus. Edward über den Smoke. Er hat ordentlich ein Spray von Snacks abbekommen. Und so geht es ins 3 gegen 5 und das nach nur wenigen Sekunden in der Runde. Also, Astarix war's, der ist ausgetimt. Ja, also von jetzt an schon der Druck hier eventuell Picks zu bekommen. VP hat auf jeden Fall den richtigen Riecher mit ihrem Beko. Contact. Alles wird sicher abgedeckt. Alle Positionen müssen überprüft werden. Erst recht, wenn man noch nichts gehört hat. Links die Ecke. Hinten der Spot abgesichert. Und jetzt kann man sich sicher sein, dass da niemand mehr sitzt. Nur Flamey vorne. Weiß nicht ganz wo. Oder vielleicht noch steht. Na, wurde schon abgezielt. Da ist nicht so. Ja, und sie ist mit seiner PZ 50. So schön er auch schießt. Retten wird es das Team jetzt auch nicht. Und Virtus Pro geht mit einer kleinen, ganz, ganz kleinen Führung hier aus der ersten Halbzeit raus. Muss auf das 2 nicht so viel bedeuten, könnte aber unter Umständen für eine interessante Partie sorgen. Denn mal schauen, wie gut Virtus Pro hier heute wirklich drauf ist. Das Problem, was die Polen haben könnten, ist, dass sie recht unterschiedlich aufgestellt sind. Also Pascha hat viele Probleme gehabt bei dem, was ich so ein paar Mal gesehen habe. Und das Scoreboard. Snacks hingegen hat 20-9. Hat eine extrem gute erste Halbzeit abgeliefert. Aber wie es so oft ist, wenn man als CT so eine ungleiche Verteilung hat, was die Spielstärke angeht. Ja, die kam auch nicht so richtig ins Spiel. Dann muss man ganz klar sagen, wird das umso schwerer, die Spots zu verteidigen. Weil Schwachstellen als CT halt viel mehr wehtun können. So, jetzt Viali offensiv hat die Flash abbekommen. Kann sich aber trotzdem Seeds schnappen. Der zweite Schuss jetzt auch. Und er versucht es noch ein drittes Mal. Schöner dritter Headshot. Er kriegt endlich Backup und aus den Cutters. Und Viali hat seine Position wunderbar verteidigt. Jetzt gibt es noch Guardian oben drauf als Bonus. Deagle in der First Round ist natürlich nicht für so eine Situation gedacht, wo der Gegner direkt auf einen zumarschiert, sondern das ist für Picks. Und Bialis schöne Piste. Die hat Virtus Pro das Ganze auf dem Silbertablett präsentiert. Und so muss Navi hier ganz klassisch in den Force Buy und dann im Anschluss, wenn das nicht funktioniert, wahrscheinlich in die Eco.
Schlitz. Die Smoke ist ein bisschen verunglückt, aber die saß genau so, um Neo hier zu ärgern. Aber die ist echt schief gegangen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Neo kann auch viel zu leicht in die Mitte eingreifen. Zumindest hat man die beiden trotzdem gekillt. Und alles, was noch übrig ist bei Virtus Pro, ist so weit weg, dass sie nicht eingreifen können in der nächsten Zeit. Also wird sich Navi hier ganz entspannt aufstellen können. Das Problem ist, dass sie keine Waffe bekommen haben. Das heißt, sie sind nach wie vor im Equipment-Nachteil. Aber die Zeit, die läuft gegen die beiden Polen. Ja, da sehen wir die Stärke der Tech 9. Einfach tackern, einfach durchdrücken, den Gegner ständig unter Kugellage setzen. Na, dann kommt die zweite Runde der Navi. Ich würde sagen, es ist eine Überraschung, aber wir wissen nicht unbedingt. Weil Pistols sind super gebalanced. So, Viali offensiv spielt das genauso. Gucken, ob Navi ihre eigene Medizin. Ihre eigene Medizin. Ah, da war ein Headshot. Es hat also nur noch 3 AP. Hat ein bisschen Glück gehabt, dass der zweite Schuss nicht gesessen hat. Pascha ist hier offensiv auf kurz. Noch ist er von der Seite gedeckt durch die Smoke. Aber jetzt muss er sich natürlich dann auch zurückziehen. Gibt es diesen klassischen, typischen Navi-Kurzaufbau. Erster Versuch einfach Richtung Kurz gehen. Kommt noch ein zweiter Molotow hier drauf. Snack steht ein bisschen zu dicht dran. Feuer heiß. Und durch die Flammen hat er wahrscheinlich auch nicht so viel gesehen. Flammy kann sie beide abräumen. Oben in der Mitte steht Zeus noch. Der möchte seine 3 HP hier möglichst effektiv einsetzen. Er ist immer ein bisschen zu früh. Und für den Fall, dass die noch Mitte rumgehen, läuft er ganz gut Gefahr, hier noch drauf zu gehen. Klar möchte er das irgendwie überleben. Ja, er dort. Zeus macht, Tess macht sich auch auf die Suche. Ah, da hat er Edward gefunden. Kann ihm in den Rücken schießen. Das Problem ist, dass die Waffe ziemlich dicht am Spot liegt. Kommt er da überhaupt noch lebendig raus? Ja, das sollte noch funktionieren. Ist weit genug weg. Damit hat er sich die AK hier wirklich erarbeitet. Erstmal 9:9. Wieder alles offen. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Navi, denn wir wissen, dass das 2 eine der Maps ist, wo man eher mal ein bisschen T-Runden sieht. Schon wieder unterwegs, offensiv. Wird aber von Zeugs sofort gepickt. Ja, also, der hatte offensichtlich eine Strategie gegen Flamey. Ist irgendwo Richtung Lang unterwegs. Und jetzt gibt es ein ganz klares Duell. Und in der Mitte, alles down. Also, kein Problem. Flawless Anti-Echo für die Jungs von Navi. Das gibt ordentlich natürlich Geld ins Portemonnaie. Guardian kauft trotzdem AWP nach. Also möchte ich von Anfang an dann wirklich auch den AWP-Druck aufbauen. Klar, auch Guardian ins Spiel bringen, das ist wichtig für das Spiel von Navi. Auf das 2 zum Teil, auch ironischerweise vielleicht, weniger als auf anderen Maps. Mit dem Offensivversuch und bisher hat das relativ wenig Erfolg gezeigt. Da wäre auch, hätte auch gerne jemand bei sein können für einen Refrag. Also Seast war komplett alleine. Man hätte da mit einem Zweier-Push, hätte man ihm unter Umständen den Posten abnehmen können. Jetzt
jetzt geht's unten mit raus. Neok, etwas unüberrascht, unüberlegter, offensiv gestanden. Es war auch CT-Base-Push gleichzeitig. Zeus ist runtergehüpft von kurz. Und das Ganze war gut genug gefaked, dass es da kaum Chancen gibt. Und das ist klassisches Navi, das 2. Man nimmt kurz ein und man spielt von dort aus einfach, was einem am besten passt. Oder was man, wo man davon ausgeht, dass es die größten Erfolgschancen hat. Dieser CT-Base-Push, der ist so klassisch, aber viele Teams spielen ihn extrem selten. Und ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Gerade, wo man eh davon ausgeht, dass man hier diese Smoke wirft. Weil diese Smoke war früher immer so ein bisschen... Ich rede jetzt von früher Counter-Strike Source-Zeiten. Wenn man diese Smoke geworfen hat, dann war der Gegner schon ein bisschen irritiert. Was soll das? Da hat man diesen typischen Split hier unten über die Schräge noch nicht so effektiv gespielt. Und heutzutage wirft man die Smoke sowieso immer. Und da ist vielleicht ein Push hier unten über die CT-Base gar nicht so schlecht gedacht. Und dann kann man halt die Mitte von zwei Seiten angreifen, kümmert sich darum und dann greift man den Base voran. Also Doppelsplit könnte man das Ganze nennen. Das ist extrem effektiv, wenn der Gegner defensiv steht und diesen Schieber, den kriegt man damit gut unter Kontrolle. Das ist ja meistens der sich hier unten in der CT-Base irgendwo aufhält. Der hin und her laufen muss zwischen Mitte und dem A-Spot und sich entscheiden muss. Und gerade den greift man damit extrem gut an. Kurz durch. Sieht erfolgreich aus. Noch kurz in der Mitte. Der Schieber im Visier. Der ist noch mit ein paar AP. So, und jetzt wird es langsam schon ernst für Virtus Pro. Wenn sie jetzt nicht in absehbarer Zeit hier wirklich Runden holen, dann kann es passieren, dass das ego-technisch auch zum Verhängnis wird und man so dermaßen viele Runden verliert. Ja, Bjarni ist auch down. Pasha konnte ihm nicht wirklich helfen oder wusste nicht wie, deswegen hat er sich zurückgezogen. Das hat Bjarni das Leben gekostet. Na, wie ist ganz zufrieden mit dem einen Frag. Ziehen sich erstmal wieder zurück, bauen neu auf. Hat Guardian in die Grube oder auf die Grube gesetzt. Guardian. Jawohl, schöner Pick. Und das setzt halt Virtus Pro wieder unter Druck und setzt vor allem auch die Schieber unter Druck. Snacks ist hoch Richtung A-Spot geschoben. Das könnte die richtige Entscheidung sein. Er verliert aber Neo. Und alleine wird er das hier wahrscheinlich nicht halten können. Er versucht es trotzdem. Aber da hat er keine Chance. Der zweite Schuss, der war schon eher ein Bonus und nicht unbedingt zu erwarten. Da ist nichts zu machen gewesen für ihn. Ja, man hat das Gefühl, dass Navi hier in der zweiten Halbzeit zumindest so das Pro taktisch ziemlich an die Wand spielt. Direkt die Smoke raus, damit man hier unentdeckt über die Mitte kommt. Ein bisschen Overkill für die Double Smoke. Aber es soll hier Richtung Katas offensiv gehen. Und diesmal macht man den Fehler nicht, dass man da alleine reingeht, sondern lieber zu zweit. Aber Flamey und Seast, die haben hier ein ganz schickes Kreuzfeuer aufgebaut. Darf allerdings nicht so weit rumgehen, wie Tessort steht, denn die müssen sich gegen sich aushelfen können. Zumindest hat man Flamey noch gekillt, aber das hat so viele Leute gekostet. In der Mitte stirbt Pasha, weil er in die AWP reinläuft. Ja, und so
Gibt's Runde Nummer 14 von Navi. Und wir haben es uns schon fast gedacht. Wenn die Jungs erstmal ins Spiel kommen, dann ist es das gewesen. Und die T-Seite ist mal ein bisschen stärker. Müssen wir gucken, was das für Koppel dann bedeutet. Jetzt geht's erstmal noch in die Echo. Also die Polen müssen da tatsächlich nochmal sparen. Haben sich nicht entschieden, hier zu kaufen, obwohl das Geld relativ reichlich vorhanden ist. Also zumindest für den Farmers jetzt gereicht. Nice try. Snakes rennt mit dem Knife rein und kriegt Tatsache noch nicht gesetzt gegen Flamey. Aber ohne weitere Vorarbeit, naja. Ich weiß nicht, was das war, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche mir gerade einen Reim draus zu machen, was da passiert ist. Warum mit dem Knife dort reinläuft. Ja, auf jeden Fall steht alles vom Virtus Pro hier vor dem Base Warp. Man könnte ihn da relativ schnell angreifen. So, 6 Matchpoints für den Natus Winkere. Ich hab's ganz ausgesprochen, deswegen gehen gleich wieder die Flames aus. Er hat Winkere gesagt. Oh. 30 Sekunden Delay, so lange muss ich auf jeden Fall noch warten. Tja, Virtus Pro. Wenn nichts geht, geht AWP, würde ich mal behaupten, ist hier die Devise. Triple off. Neo schon mal will. Ach, schön von Neo, stark. Der Refrain gut gewesen. Neo geht an die Wand, hat aber kein Backup. Oh, die Nate hätte natürlich auch reichen können. Neo kriegt nochmal die Chance abzudrücken. Verschießt gegen Guardian, dafür muss er tot sein. Oben in der Mitte macht sich Snacks auf den Weg in die Offensive. Und mit dem richtigen Timing könnte er unter Umständen viel Schaden anrichten, denn siehst, ist er mit der T-Base beschäftigt. Zeus guckt aber trotzdem rum und das ist absolut sauber und safe gespielt. Wunderschön von Zeus. Hat er große Umsicht bewiesen und siehst, mit seinem AWP-Schuss, da hat er hier Virtus Pro die Chance gewaltig noch vermasselt. Es sieht stark so aus, als ob es das vielleicht gewesen ist. Wir drücken Pascha die Daumen, dass er uns die Partie noch ein bisschen in die Länge zieht. Das sieht nicht gut aus, das wäre seine Chance gewesen. Jetzt sind sie 1 gegen 1 ausgleichen können und vor allem auch mit einer guten Position. Mit einer guten Positionswahl. Ja. Also 16-9. Navi gewinnt, absolut verdient diese erste Partie. Man hat es gesehen auf der CD-Hälfte.